Einsatz Jugendfeuerwehr in Flensburg und DRK. Feuer am dänischen Freizeitheim Cornelius-Hansen-Weg. Mehrere Feuer, mehrere Verletzte. Einsatz sofort. Melden am Meldekopf. Ein Bereitstellungsraum sofort. Ende. Wir benötigen ein KW hier oben. Kommen. Hier wurde eine Brandstifterwelle vorgefallen. Wir hatten einmal eine Einsatzstelle, da hat eine Garage gebrannt nach einer Verpuffung. Dort wurde eine Person vermisst. Wir haben in der anderen Ecke des Freizeitheims eine weitere Garage gehabt, die auch gebrannt hat. Dort wurden drei Personen vermisst. Und wir haben einmal das Kompostwerk hinten gehabt und das Buschwerk ist gebrannt. Wir haben bei allen drei Einsatzstellen jeweils eine Brandbekämpfung durchgeführt. Besonderheiten bei der zweiten Einsatzstelle, sprich bei der Garage, wo drei Personen gefehlt haben, musste eine längere Wasserversorgung aufgebaut werden mit einem Zwischenverteiler, welcher von einer anderen Jugendfeuerwehr mitgenutzt wurde. Und eine Jugendfeuerwehr war noch dazu beteiligt, das Licht oder den ganzen Einsatzort auszubauen. Es gab vier Leichtverletzte, drei Schwerverletzte und eben auch drei Tote, leider. Wir haben hier vor Ort einen Behandlungsplatz eingerichtet und haben uns dementsprechend so positioniert, dass wir die Patienten von der Feuerwehr gebracht bekommen haben und haben dementsprechende Maßnahmen eingeleitet. Kommt doch, schaffst du. Er kann doch doch aufstehen. Ja klar. Ja, du hast Verletzungen an den Händen, du wirst ja wohl da rüberkommen. So, helf ihm ein bisschen und dann geht er da rüber. Ist das was von eurem Kick oder aus eurem Koffer, was da liegt? Das ist alles, was wir haben. Dann würde ich das noch wieder anziehen. Weiter? Ja. So. Schaffst du es? Wir haben die verletzten Personen vor Ort erstmal behandelt und haben die Schwerverletzten in das näher gelegene Krankenhaus Diako verbracht. Und ja. Insgesamt, da wir ja fünf Jugendfeuerwehren hier vor Ort hatten, beziehungsweise fünf Feuerwehren, sind es insgesamt 57 Personen gewesen.